Spanien im Ausnahmezustand. Heftige Schneefälle haben das Land vielerorts lahmgelegt. Fast 400 Straßen im Zentrum waren unterbrochen. Fast alle Flüge am Madrider Flughafen wurden abgesagt. Hunderte Passagiere waren betroffen. Der Bürgermeister von Madrid sprach vom schlimmsten Sturm in den vergangenen 80 Jahren. Besserung ist erstmal nicht in Sicht. Die Lage verschlimmert sich weiter. Regionalzüge fallen aus. Busse fahren nur innerhalb der Stadt. Die Hauptstraßen sind abgeschnitten. Die Behörden warnen davor, das Auto zu benutzen. Im Zusammenhang mit dem Schnee wurde 500 Mal der Notruf gewählt. Der Wetterdienst sagte weitere stundenlange Schneefälle voraus. In Teilen Spaniens könnte bis zu 20 cm Schnee fallen, in Anhöhen sogar bis zu 50 cm. Es wird erwartet, dass der Schneesturm ab Sonntag nach Nordosten weiterzieht. Doch vielerorts trotzten die Menschen den Minusgraden, um Selfies im Schnee zu machen. Eine Premiere in manchen Regionen.